Wir sind in Cameron Highlands angekommen, einfach ein bisschen rumgelaufen. Und witzig ist, auf Google Maps sieht der Ort so hier aus, also Baustelle. Also wurde wohl schon ein paar Tage kein Bild mehr hochgeladen, weil hier steht nämlich das hier. Ein riesiges Einkaufszentrum. Das ist doch mal interessant. Ja, wir werden jetzt Geld abheben, dann auf der Suche nach was zu essen gehen, obwohl das hier wahrscheinlich schwer wird, weil also das hier ist ja ausgebauter als jeder Urlaubsort in der Schweiz. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter sich verhält, ob wir dann nochmal losziehen oder ob wir ein bisschen im Hotelzimmer chillen, dann kann ich schon mal ein bisschen Video schneiden, Bilder bearbeiten, dies, das. Irgendwas in die Richtung. Morgen sind wir auch noch hier, dann wird ein Roller gemietet und dann brezeln wir mal ein bisschen durch die Gegend. Fressmeile. Ich würde mal sagen, das ist Tintenfisch. Was das hier ist, keine Ahnung. Das müsste irgendeine Schweinswurst sein oder sowas. Corn Dogs. Nice. Aber man kennt mich ja, ich lasse mir jetzt erstmal schön zwei Chickenburger machen. Und dann gehe ich noch zu dem und dem Stand. Jetzt noch ein paar Schrimpspieße und ich denke mal eine Waffel oder ein Frappé oder sowas. Und der Typ hier ist geil, ey. Really nice. Ah, geht ab, ey. Shrimp Sticks, Burger. Und das hier ist aber geil. Das ist eine Schokoladenfrappe oder Frapp oder wie auch immer man die Scheiße ausspricht. Und diese Dose hier, das haben sie vor Ort gerade zugemacht. Das ist ja mal mega geil. Schön, es hat jetzt mal aufgehört zu regnen, das ist ganz nice. Wir fahren jetzt zu einer Teeplantage. Da ist das Cameron Valley Tea oder Cameron Tea Valley Schild. Da machen wir noch einen kurzen Halt und wir behalten immer das Wetter im Auge. Wenn es schlechter wird, dann machen wir uns wieder auf den Weg zum Hotel. Das ist ganz gut, das liegt in der Mitte von den Cameron Highlands. Die besteht eigentlich nur aus einer Hauptstraße. Und dann ist einfach alles rechts und links davon und wir sind ungefähr in der Mitte, das ist ganz nice. Dann kann man sich immer dahin zurückziehen und muss nicht so weite Wege zurückfahren. Wir fahren jetzt ungefähr 10 Kilometer, 15 Minuten, Pi mal Daumen, je nachdem wie schnell man fährt. Wir machen es ja etwas ruhiger.
Nach einer langen Reise mit dem Bus haben wir es dann irgendwann mal geschafft. Die haben wir euch mal erspart. Relativ uncool. Ist aber noch nicht weitwinklig genug eigentlich. Naja, wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt von Georgetown bis in die Street Art uns anschauen. Und dann werden wir noch ein bisschen was essen. Auf jeden Fall. Lecker, lecker. Schöne Natur, ist das nicht toll, ey? Okay, wir waren jetzt im Habitat hier in Penang auf dem Berg oben. Das ist eine mega geile Aussicht über Georgetown, schon mega krass. Und ja, war ganz cool. Sind mit der Bahn hier hochgefahren, habt ihr alles gesehen. Der Park oben war auch ganz geil.
Wir sind hier ungefähr 800 Meter über dem Meeresspiegel. Und es ist einfach echt eine geile Aussicht. Man kann das Festland hinten sehen, die Stadt Georgetown. Ja, ist schon ziemlich nice. Morgen geht's dann nach Langkawi. Erstmal hydriert. Und jetzt geht's los. Wir palabern jetzt in einem botanischen Garten. Und vielleicht finden wir noch ein paar Tiere. Irgendwas, was sich essen und streicheln lässt vielleicht. Ja, Bilder und Videos folgen gleich. Und ach, es ist ja schon wieder ein bisschen zu warm. Ich sage es euch. So, wie ist es? Vorne ist der Eingang. Schauen wir mal, was uns so begegnet tut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde so botanische Gärten immer ganz angenehm. Nett aufbereitet. Und dann kann man ein bisschen durchatmen. Ein laues Lüftchen weht. Falls ihr fragt, warum ich lange Klamotten anhab, das ist einfach der beste Sonnenschutz, den es gibt. Ich habe nämlich keinen Bock auf Sonnenbrand und schwitze dann lieber ein bisschen mehr. Das ist einfach ein langes Ding, habe ich mir bei H&M hier gekauft für knapp 20 Euro, glaube ich. Baumwollgerät. Geht schon ganz gut. Da kann ich mich nicht mit beklagen. This is a banana tree. Das ist ach so. Ja, wir haben hier einen Bananenbaum und hier drüben sind andere Bäume. Und ich könnte sagen, was ich will, because you don't understand me. I told I can say everything what I want, because you can't understand me. Oh, you said that?